David Becker, nach der Gelbsperre in Waldhof heute wieder im Spiel gegen den Tabellenzweiten Saarbrücken. 1:6 spricht eine deutliche Sprache eigentlich, aber ich denke, wir sind heute unter Wert geschlagen worden. Ja, ich denke auch. Ich denke, wir haben heute insgesamt trotzdem, auch wenn das jetzt komisch klingt, beim 6:1 ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten viel Ballbesitz, wir hatten viele Chancen. Was halt gar nicht geht, sind die Fehler zu den Gegentoren. Also wenn du so einfach zu Hause 6 Gegentore bekommst, dann kannst du auch kein Spiel gewinnen. Nach vorne hin war es okay, defensiv war es viel zu wenig. Das müssen wir aufarbeiten und unbedingt am Samstag im Heimspiel abstellen. Du hast das Spiel in Waldhof von außen zuschauen können. Das war so eine defensive andere sagen Mauertaktik gewesen. In der ersten Halbzeit ist das auch gut aufgegangen. Heute ein ganz anderes Spiel. Ihr habt mit Saarbrücken mitspielen können und habt 2 blöde Gegentore eigentlich bekommen zum 0:2. Ja, wie gesagt, die sind zu einfach. So darfst du in der Regionalliga keine Gegentore bekommen. Ja, ich meine, aber Fehler passieren, das ist so. Wir sind eine Amateurtruppe, ist natürlich dienstagsabends auch einfach verdammt schwer gegen Vollprofis zu spielen, die sich am Tag voll auf das Spiel konzentrieren können. Bei uns war es mit dem Treffpunkt schon schwer, dass alle um 5 Uhr hier waren. Das sind dann einfach vielleicht auch die Unterschiede, die dann so ein Spiel ausmachen. Ich habe zuletzt schon gesagt, dass das ein Riesennachteil für uns ist, diese englischen Wochen unter der Woche zu spielen. Auch für die Zuschauer ist das ein bisschen blöd, dann abends hierher zu kommen. Wenn man das Ganze sich betrachtet, war man ja eigentlich davon ausgegangen, dass man hier und da mal auch gegen eine Spitzenmannschaft einen Punkt holt. Jetzt müssen wir gegen die Mitabstiegskonkurrenten die Punkte holen und jetzt ist das Muss da gegen Balingen und Frankfurt. Ja, ich sehe es genauso. Ist vielleicht aber auch gar nicht schlecht, wenn es klar ist, dass wir gewinnen müssen. Das muss jetzt jeder alles selbst in die Hand nehmen und dann müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt die Punkte sammeln, ganz klar. Aber die Mannschaft, denke ich, ist intakt. Du hast gesagt, das wird aufgearbeitet werden. Mit der Spielweise von der ersten Halbzeit heute und der Einstellung in Waldhof, denke ich doch, dass der, wenn er ein bisschen locker bleibt im Kopf, das noch hinhauen könnte. Ja, natürlich. Ich denke, der Peter wird jetzt schon die richtigen Worte auch finden. Man muss selbstkritisch sein, das ist klar. Wir dürfen nicht zu verbissen sein. Wir müssen immer noch eine gewisse Leichtigkeit mitbringen. So gut es geht, jetzt schnell abhaken. Am Samstag kommt das nächste ganz wichtige Spiel. Da müssen wir die 3 Punkte hier behalten. Eine Frage noch. Hat am Ende hier, als das eine Tor nach dem anderen fiel, ein bisschen die Kraft gefehlt? Ja, ich denke schon. Das hat man dann gesehen, dass wir dann alle müde waren. Ja, besser einmal 6:1 verloren als 6x1:0 oder so. Ja, das ist die Rechnung. Du bist Mathematiker, geht dann voll auf. David, ich danke dir. Peter Tretter, 1:6 gegen den Tabellenzweiten FC Saarbrücken. Das Ergebnis spricht für sich, ist für mich aber etwas zu hoch ausgefallen, ein bisschen unter Wert geschlagen. Ja, ich glaube, wenn du im Spiel so viele Fehler machst wie wir heute, dann wirst du halt bestraft. Das klingt zwar ein bisschen blöd, aber ich war phasenweise gar nicht so unzufrieden mit unserem Spiel. Gerade im eigenen Ballbesitz hatten wir heute gute Momente. Aber wir machen dann, ja, wie eben schon angedeutet, in den entscheidenden Situationen diesen entscheidenden Fehler, der auf diesem Niveau dann konsequent ausgenutzt wird. Und eine Mannschaft wie Saarbrücken, die lässt sich dann nicht zweimal bitten, sondern die macht die Tore dann vorne weg. Und dann kommt dann zum Ergebnis raus. Ich habe mir hier aufgeschrieben, in der ersten Halbzeit gegen Waldhof hattest du defensiv aufgestellt. Heute haben wir gegen Saarbrücken gut mitgespielt eigentlich. Und dann bekommen wir so 2 ganz blöde Tore, 2 individuelle Fehler. Ja, habe ich eben ja schon angesprochen. Das zieht sich so aktuell wie so ein roter Faden durch die letzten Spiele. Wir sind einfach nicht mehr so, haben nicht mehr so die Stabilität, die wir in der Vorrunde hatten. Dann ist auch auf dem Niveau wird jeder kleine Fehler bestraft. Und Janik Ries köpft den Ball zu kurz zurück.
Gegner schiebt ihn ein, dann abgefälschter Schuss, musst oben das 1-1 machen, im Gegenzug bekommst du einen abgefälschten Schuss zum 2-0, dann kommst du, gehst du in die Kabine, sammelst dich nochmal, bekommst raus, Benny kommt einen Schritt zu spät, es gibt einen Elfmeter, 3-0, dann ist so ein Spiel durch, dann machst du das 3-1, bist eigentlich nochmal gut dran, hast du Stahl Becker nochmal eine Möglichkeit, wo er einen Torwart überlupfen muss, wo der Torwart dann noch hält. Und dann, ja gut, dann habe ich einen Offensivwechsel gemacht, habe Marco rausgenommen, das im Nachhinein vielleicht ein Fehler von mir war. Aber unterm Strich dann 6-1 zu verlieren, ja, da habe ich dann auch kein Verständnis dafür, weil da haben wir uns hinten raus wirklich dann ein bisschen wehlos ergeben. Der Werner Rob, der Stadionsprecher der U23, hat mir vorhin gesagt, das Spiel hatte einen merkwürdigen Verlauf, dem muss ich eigentlich zustimmen, der erst was vor allem die erste Halbzeit betrifft. Du hast es eben schon gesagt, du hast ziemlich offensiv ausgewechselt mit Pinheiro Steil raus. Nur den Christopher Ludi hast du drin gelassen, der Dennis Grob draußen. Ist da ein bisschen Schonung im Hinterkopf gewesen? Genau, Dennis hat in den letzten Wochen ja immer fast über 90 Minuten gespielt. Dennis wollte mir heute mal eine Pause geben. Der Christopher hat seine Aufgabe gut gelöst. Genau wie größtenteils meines Teams phasenweise des Spiels. Wie schon angedeutet, hinten raus haben wir uns dann ja wirklich abschlachten lassen. Möchte ich fast schon behaupten, das könnte auch am Schluss ausschlaggebend sein mit dem Torverhältnis, dass wir uns heute hier ja selbst eingebrockt haben. Es ist schade, dass wir mit den Toren dann so schlecht hier stehen. Muss man noch dazu sagen, wir hatten in Waldhof gesagt, es sind keine Selbstläufer gegen FSV Frankfurt und gegen Balingen. Da wäre es schon gut gewesen, wenn man gegen Steinbach oder in Waldhof ein bisschen Glück oder heute einen Punkt geholt hätte. Hat hier am Ende auch ein bisschen die Kraft gefehlt? Ja, das sind die Spekulationen. Ob die Kraft hat mit Sicherheit nicht gefehlt. Wenn du gegen so einen Gegner spielst, der dich permanent unter Druck setzt und die Qualität in ihren Reihen hat, auch Chancen raus zu kreieren und auch Chancen konsequent auszuspielen, dann hat es mit Sicherheit nicht an der Kraft gefehlt. Also trotzdem machen wir verschiedene Phasen vom Waldhofspiel und auch heute verschiedene Phasen im Spiel. Trotzdem Mut für die nächsten Aufgaben, die kommen. Die werden kein Deut leichter. Das wissen wir auch. Wir müssen uns einfach jetzt mal die Woche über wieder sammeln, die Köpfe frei bekommen. Und dann einfach ja, wieder ein bisschen Kraft sammeln in den nächsten 3 Tagen und am Samstag gegen Balingen genauso engagiert auftreten wie phasenweise heute, wie phasenweise am Samstag in Mannheim, aber auch mit der letzten Konsequenz versuchen, unser Tor zu verteidigen. Das war halt heute leider Gottes hinten raus nicht der Fall. Peter, dann versuch mal, die Leute etwas aufzurichten, zeig ihnen das Abwehrverhalten der ersten Halbzeit in Waldhof und hier die erste Halbzeit, wo wir gegen Saarbrücken mitgespielt haben, habe ich keinen Unterschied gesehen von der, die hatten natürlich Bombenauswechselbank mit Mäntler und was da noch an Qualität gekommen ist, aber zeig das den Leuten, damit sie das Selbstbewusstsein haben gegen Balingen. Danke dir. Gerne.